der Tag der Familie Hickersberger. Sohn Thomas Hickersberger wollte ja in den Reihen der Wiener gegen den LASK-Tormann Josef Schickelgruber, der schon 811 Minuten ohne Tor ist, wollte diese Torsperre heute brechen. Johann Kehr, 9 Thomas Hickersberger, mit der Nummer 17 Carsten Bjerregaard und mit der Nummer 16 Herbert Rieber. Nach einer dementsprechenden ersten Hälfte bei Wiener gegen LASK keine Tore, 0:0. In der 60. Minute der LASK wieder mit einem Angriff, dem ersten gefährlichen in diesem Spiel. Foul von Klian Gruber, Freistoß von Medlitzki und 1:0 genau ins Kreuzeck von Sascha Medlitzki zur 1:0 Führung des Tabellenführers. Die Wiener bemüht sich aber mit untauglichen Mitteln, macht man es den Linzern sehr leicht. Helmut Lorenz marschiert durch die gesamte Wiener Abwehr und 2:0 in der 74. Minute. Kehr traut sich diesmal das Foul nicht machen und Helmut Lorenz hat keine Schwierigkeiten, Ronny Unger zu bezwingen. Und eine Minute später wieder schwerer Abspielfehler im Mittelfeld. Medlitzki mit dem idealen Pass für Thomas Weißenberger und der erzielt das 3:0 in der 76. Minute. 3:0 Erfolg der Linzer auf der Hohen Warte. Thomas Hickersberger beendet das Spiel mit einer Bänderverletzung am linken Knie und LASK-Torhüter Schickelgruber ist schon 901 Minuten ohne Gegentreffer. Im Toto war das Spiel 5, Wiener LASK 0:3, richtiger Tipp 2.